Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich Sie mit auf einen Streifzug durch die aktuellen Ausstellungen. Immer mittwochs ab 15 Uhr ist Familienzeit im Kunstmuseum. Familienzeit, was verbirgt sich dahinter? Ja, die Familienzeit ist ein neues Angebot, was wir seit 3.7. anbieten und das sich speziell an Alleinerziehende richtet, also Mütter und Väter, die mit ihren Kindern ab 5, 6 Jahren ins Museum kommen können und wo sie dann das Haus entdecken, die Ausstellung kennenlernen, die Kunstwerke kennenlernen und dann aber auch gleichzeitig einen praktisch kreativen Teil haben können im Kinderatelier. Und ja, das ist ein Angebot, das wir neu eingerichtet haben und das wir dann auch jeden Mittwoch anbieten wollen, das auch während der Ferien. Ferien, ja. Wie alt sind die Kinder? Die Jüngsten können kommen im Alter von 5 bis 6 Jahren und die obere Grenze wird man ziehen etwa bei 10 bis 12 Jahren. Sie haben ja jetzt auch das Café offen, das ist dann vielleicht auch ganz gut, das könnte man ja auch vielleicht gleich nochmal sagen. Ja, es gibt jetzt seit Anfang Mai, Mitte Mai wieder das Café im Museum, Café Tarte. Und auch da können Besucher hinkommen und vielleicht Eltern dann während der Zeit, wenn die Kinder oben bei der Familienzeit sich aufhalten, aber die Eltern sind auch herzlich eingeladen, bei der Familienzeit selbst mit dabei zu sein. Können Sie auch ein bisschen aktiv werden? Ja, wer möchte, kann dann gerne aktiv werden und vielleicht gibt es dann auch einige, die dann das Museum so gut gefällt, dass sie dann auch noch mehr Zeit hier verbringen möchten oder vielleicht auch sich aktiv in einbauen möchten in die Arbeit des Museums. Ist das jetzt auch vielleicht so ein Gedanke, der sich mit dem Angebot verbindet. Junge Künstler aus Sarajevo, damals Jugoslawien, probten in den 1970er Jahren den Aufstand gegen die Tradition. Die Gruppe nannte sich Prostor Oblik. Ihre Mitstreiter malten ausschließlich abstrakte Bilder. Eine Auswahl ist jetzt im Kunstmuseum zu sehen. Sammlung Kienzle heißt die aktuelle Ausstellung hier im Kunstmuseum bis zum 8. September. Was verbirgt sich denn dahinter? Was können die Besucher erwarten? Also der eigentliche Titel der Ausstellung heißt ja sogar Keine Parole, Aktion, Malerei, Konzept. Und genau das ist auch das, was die Besucher erwartet. Eine Mischung aus Malerei, aus Fotografie und konzeptueller Kunst, die dann schon ein bisschen schwieriger im Begreifen, aber durchaus sehr spannend ist. Das ist das, was sich hinter der Privatsammlung von Jochen Kienzle verbirgt, aus der wir einen Ausschnitt von ca. 40 Arbeiten im Kreuzgang zeigen. Welche Künstler verbergen sich hinter den Bildern? Das sind großteils Künstler, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick bekannt sind. Also die Sammlung Kienzle zeichnet sich dadurch aus, dass er rechts und links der großen bekannten Namen sehr früh Positionen erkennt, die später erst Bedeutung erlangen. Wir haben zum Beispiel eine wunderbare Arbeit von Anna Oppermann, die erst in den letzten Jahren so richtig bekannt wurde und die trotzdem schon aus den 60er Jahren stammt und sehr lange in der Sammlung Kienzle ist. Kienzle hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er sehr früh Gemälde sammelte. Jonathan Lasker ist zum Beispiel so ein Fall. Wir hatten in unserer letzten großen Malereiausstellung riesengroße Arbeiten von Jonathan Lasker. In der Sammlung Kienzle gibt es sehr frühe, sehr schöne, sehr kleine Arbeiten, die Herr Kienzle schon lange besitzt. Thank you.
Das Kulturhistorische Museum zeigt aktuell die Ausstellung Der breite Weg, ein verlorenes Stadtbild. Ein ganzer Straßenzug mit Fotos, einst die schönste Barockstraße der Welt. Die Galerie Himmelreich ist bekannt für ihre kleinen, aber feinen Ausstellungen. Aktuell ist Joachim Böttcher mit seinen Skulpturen, Zeichnungen und Malereien zu sehen. Die Ausstellung geht bis Anfang August, aber auch danach gibt es immer wieder eine schöne Ausstellung in der Galerie. Das Kunstmuseum macht das Licht wieder an. Am Freitag ist es endlich wieder soweit. Die Hubbrücke erstrahlt wieder mit seinen vielen Lichtern. Ab 20 Uhr gibt es ein großes Fest und wenn die Dunkelheit einbricht, dann werden die Lichter wieder angemacht. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Nutzen Sie die Sommerzeit und schauen Sie in einen der Museen oder Galerien vorbei. Musik